Heute teste ich für euch das neue Apple Pro RAW Format. Wenn euch das interessiert, ich glaube, es wird ganz spannend, dann schaut euch den Vlog an. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ihr seht mich hier im Heimbacher Wald oben. Ich habe dabei mein iPhone 12 Pro Max und ich habe die neueste iOS-Version 14.3 drauf und damit kommt Apple Pro RAW. Ein Dateiformat, was doch einiges, sagen wir mal, an Verbesserungen versprechen lässt, wenn man Fotos mit dem iPhone schießt. Ich werde auf jeden Fall jetzt einfach mal ein paar schöne Fotos hier machen in RAW, also in Apple Pro RAW, in Apple JPEG und so weiter und so fort und dann sehen wir uns nachher an meinem Schreibtisch wieder und dann sprechen wir mal über die ganze Geschichte, wie man das Ding einstellt, was man damit machen kann, was in der Nachbearbeitung möglich ist im Vergleich zu JPEG. All dieses seht ihr hier in dem Vlog, also bleibt dran. Ich laufe jetzt mal ein bisschen durch den Wald und suche mal ein paar schöne Motive und dann sehen wir uns gleich an meinem Schreibtisch wieder. Ja, da sind wir jetzt vor meinem Schreibtisch. Ihr habt jetzt mal so als B-Roll und ein paar schöne, sagen wir mal, Beispiele gesehen. Fotografieren mit dem iPhone, speziell jetzt hier mit dem iPhone 12 Pro Max. Und ich würde euch ganz gerne heute mal nahe bringen, überhaupt fotografieren mit dem iPhone RAW, JPEG und jetzt speziell, was es ja jetzt seit neuestem gibt für das iPhone 12 Pro und für das iPhone 12 Pro Max. Der Apple Pro RAW, ein Dateiformat, wo man doch extrem viel noch rausholen kann. Ich habe mir hier wieder so ein paar Zettel gemacht, weil mit dem Teleprompter letztes Mal, das hat mir nicht so gut gefallen. Deshalb sind wir einfach mal wieder so ein bisschen aus dem Bauch heraus, aber so ganz ohne Notizen geht's nicht. Wie gesagt, ich möchte heute einfach mal so ein bisschen euch erzählen, warum ich so gerne mit dem Smartphone fotografiere. Es ist halt total kompakt. Es hat ein riesen Display. Ne? Also wenn man das jetzt mal hier so sieht, ne? Da hat man ein wunderbares Display auf dem Smartphone und man kann natürlich dann schön framen und man hat es einfach in der Tasche immer drin. Und jetzt mit den Nachbearbeitungsmöglichkeiten ist doch schon einiges geboten bei dem iPhone. Immer noch nicht vergleichbar mit einer richtigen geilen Kamera, wie zum Beispiel gerade der Fuji, die mich am Filmen ist. Übrigens, wen es interessiert, ich habe das Wildrox 33 1.4 drauf, eine Festbrennweite und habe hier im total dunklen Raum jetzt noch deine Softbox stehen und links so einen kleinen LED-Licht und teste jetzt dieses Objektiv hier für meine Talking-Videos. Ich glaube, das sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus mit der tiefen Unschärfe hinten. Fotografieren mit dem Smartphone oder mit dem iPhone speziell, was ist da so schön dran? Erstmal, ich denke mal, 99% der Leute fotografieren mit dem Smartphone und bearbeiten ihre Fotos maximal vielleicht noch mit einem Instagram-Filter nach oder wenn überhaupt ein bisschen, wenn überhaupt auch gar nicht. Und da machen natürlich die Smartphones heutzutage, ob sie, sei es jetzt Android oder iOS, also die iPhones, schon einen extrem geilen Job mit der automatischen Intelligenz, die dann automatisch schon die Fotos
Fotos zusammenrechnet und ein wunderbares Bild draus macht. Jetzt haben wir aber eine neue Stufe erreicht bei der Smartphone-Fotografie, würde ich einfach mal behaupten. Also wer nicht nachbearbeiten möchte, der kann das Video im Grunde genommen einfach jetzt schon beenden. Nein, natürlich nicht. Guckt euch ein paar schöne Fotos an und guckt euch den Frankie an, wie er sich hier einen ablabert. Es geht jetzt hier darum, aus den Smartphone-Fotos noch mehr rauszuholen, speziell jetzt hier im Fall des iPhones 12 Pro und 12 Pro Max mit den Apple RAW Sachen umzugehen, und das möchte ich euch mal ein bisschen näher bringen. Wer mir auf Instagram folgt, Instagram kann ich euch nur empfehlen, da mache ich euch schon mal gerne so Edits on the go, wenn ich irgendwo zum Beispiel bei meinen Corona-Vlogs unterwegs bin. Das geht dann alles ganz schnell auf dem iPhone, wird dann ein Bild bearbeitet und dann kommen teilweise schon erstaunliche Ergebnisse raus. Also folgt mir mal auf Instagram, dann seid ihr immer auf den neuesten Stand, auch fototechnisch. Möchte ich dann mal abgesehen von den wirklich schon guten Fotos, die die Smartphones ausgeben, noch mal ein bisschen mehr rausholen, dann müsste man in RAW und nicht in JPEG fotografieren. Ganz kurze Erklärung, was ist RAW, was ist JPEG. JPEG ist die Datei, die nach dem Foto schon von dem Smartphone oder von der Kamera zusammengerechnet wird und schon sozusagen ein fertiges Foto rausgehauen wird. Eine kleine Datei mit weniger Informationen gegenüber RAW. RAW sind die reinen Kamerainformationen, alle Informationen in allen Bereichen, die die Kamera speichert, sozusagen ein nicht entwickeltes Bild, die auch eine viel, viel größere Dateigröße haben. Jetzt kommen wir aber zu Apple ProRAW. Apple ProRAW ist ein kleiner Zwitter, um das mal so zu sagen. Oder fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist Apple ProRAW überhaupt? Ja, also Apple ProRAW gibt es jetzt seit den zwei neuesten iPhone Pro Modellen, zwar den 12er und den Pro Max, und auch nur dort. Dort kann es auch wirklich verwendet werden, weil alle anderen können das noch nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Apple das in den nächsten und in allen kommenden iPhones implementieren wird. Eine Apple ProRAW Datei ist auch verhältnismäßig groß, also so zwischen 25 und 35 Megabyte, wobei eine JPEG Datei so um die 2 bis 3 oder 4 oder 5 Megabyte groß ist. Das dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr in Apple ProRAW fotografiert. Aber da kommen wir dann später noch zu. Ja, was braucht ihr dazu? Erstmal die beiden iPhones, 12er Pro und 12 Pro Max. Dann ab iOS 14.3 und macOS 11.1 könnt ihr diese Sachen dann auch bearbeiten, auch direkt in der Fotos-App. Und ja, man kann doch extrem viel rausholen. Was ihr im Vorspann auch schon gesehen habt, waren alles unbearbeitete Apple ProRAW Dateien, wo dann nachher nochmal das letzte rausgekitzelt wurde. Der Unterschied zwischen einer Apple ProRAW Datei und einer normalen RAW Datei ist eigentlich ganz einfach. Eine Apple ProRAW Datei ist auch schon mit einer gewissen Intelligenz im Smartphone bearbeitet und kann grundsätzlich schon fast so verwendet werden, wie sie auch ausgegeben wird. Ich habe halt hier nur nochmal die Möglichkeiten, wirklich in die Tiefe zu gehen, den Weißabgleich von A nach B zu verschieben, Highlights rauszuarbeiten, die Schatten rauszuarbeiten und wunderbare, ja, da werden Informationen wie Deep Fusion werden gespeichert und. Deshalb ist auch eine Apple Pro RAW Datei extrem groß. Ich möchte mal ganz kurz auf ein Video verlinken, und zwar von Apfelwelt. Der hat Apple ProRAW mal richtig so wissenschaftlich und wirklich technisch erklärt. Wen das interessiert, bitte oben in der Videobeschreibung bei Apfelwelt vorbeigucken, aber vielleicht erst nach dem Video hier, weil es gibt noch ein paar spannende Sachen hier. Wir werden jetzt einfach mal in die Einstellung des iPhones reingehen, um dann zu zeigen, wo ich überhaupt Apple ProRAW aktivieren kann und was ich für Möglichkeiten habe. Wir werden jetzt im iPhone mal sehen, wie man schnell mit der Fotos-App eine Apple ProRAW-Datei bearbeiten kann. Wir werden sehen, was man damit auf dem iPad anstellen kann. Und wir werden auch mal auf den Mac kurz springen in normale Fotobearbeitungsprogramme wie Luminar AI oder auch Affinity Photo. Denn die können diese Apple ProRAW-Dateien mittlerweile auch bearbeiten, weil die werden ganz normal als DNG-Dateien ausgegeben. So, dann sind wir auch schon mal im iPhone drauf, und dann gehen wir mal in die Einstellungen rein. Ich gehe mal in die Einstellungen, und dann unter Kamera unten
kann man dann die verschiedenen Einstellungen machen. Und zwar, da geht es dann auch Apple Pro RAW-mäßig los. Mal ganz zu den ganzen anderen Einstellungen hier unten, ne, da können wir mal ein extra Video drüber machen. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Seite, wo ich Apple Pro RAW einschalten kann. Das kann ich hier unten einschalten, Apple Pro RAW. Da steht auch schon, ne, dass die schon recht groß sind, 25 MB groß. Hier kann man es ein- und kann man es ausschalten. Und hier oben kann man dann High Efficiency für die JPEG einstellen oder maximale Kompatibilität. Ich habe das jetzt oben auf High Efficiency stehen, weil ich ja sehr viel mit Apple unterwegs bin. Gut, gehen wir mal in die Kamera rein. Wenn ich dann nämlich jetzt in die Kamera reingehe, auf die Fotoansicht, habe ich schon ganz oben rechts, und zwar da, habe ich dann das RAW-Zeichen stehen, was noch durchgestrichen ist. Ich habe es halt so eingestellt, dass es nur, wenn ich es auch benötige, wenn ich jetzt hier oben drauf tippe, so jetzt würde die Kamera ein Foto in RAW aufnehmen. Und wenn ich das dann einmal mache, das Foto, dann könnte ich das, dann seht ihr auch hier oben links in der Ecke, da steht dann RAW. Ne? Damit seht ihr dann auch, dass das ein RAW-Foto ist. Ne? Ich gehe jetzt mal auf gerade mal auf alle Fotos, und wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier auf diese Datei gehe, dann seht ihr oben, dass es ein RAW-Foto ist. Und wenn ich hier auf die Datei gehe, das ist auch ein RAW-Foto, haben wir noch irgendwo ein JPEG. Ich glaube, das ist ein JPEG. Genau, hier, wo ich den Kuchen fotografiert habe, hier oben ist dann ein ganz normales JPEG, ne? Out of the cam. Ja, das ist eigentlich schon, ne, für die Kamera so das Wichtigste. Ich meine, die ganz normalen Kamerabedienelemente. Ihr dürft nicht vergessen, ihr könnt, wenn ihr in RAW schießt, hier oben kann man es, wie gesagt, ein- und ausschalten, dann könnt ihr kein Live, also in RAW gibt es keine Live-Fotos oder sowas, ne, oder auch keine schnellen Bilder hintereinander. Und ja, das wäre es eigentlich schon grob für die Kameraeinstellungen. Jetzt geht es im Grunde genommen mal an die Bearbeitung. Weil wenn ich nämlich jetzt, bleiben wir vielleicht mal auf dem iPhone drauf, gehen wir in die Fotos-App rein, und ich habe jetzt hier so ein RAW-Bild hier, ne? Das ist jetzt out of the cam, mehr oder weniger. Das würde jetzt, ein JPEG-Bild würde auch nicht viel anders aussehen. Dann kann ich natürlich hier jetzt mit meiner Fotos-App da schon eine ganze Menge machen. Und wenn ich jetzt hier mal in die Glanzlichter gehe, dann kann man sehen, wie weit ich da runtergehen kann und auch die Schatten hochziehen kann im Vordergrund. Damit der, ihr seht jetzt hier, wie der Busch dann, wenn ich jetzt mal hier kurz drauf drücke, dann seht ihr vorher, nachher, da seht ihr, da ist schon einiges zu machen. Ich würde aber sagen, das machen wir jetzt nicht auf dem iPhone, sondern das machen wir auf dem iPad, und dann springen wir doch einfach mal in die Bearbeitung von so einem RAW-Foto, von so einem Apple Pro RAW-Foto auf dem iPad. So. Da sind wir auf meinem iPad drauf, dann gehen wir mal in die Fotos-App rein. Ich hoffe, ihr könnt das so einigermaßen gut sehen, und ich möchte jetzt mal hier so ein Apple Pro RAW Bild bearbeiten. Hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Sonnenuntergang, also das ist vielleicht jetzt nicht gerade so günstig. Nehmen wir doch mal den Sonnenuntergang hier, diesen Sonnenuntergang hier in den Sleevogtfels, vom Sleevogtfels im Pfälzer Wald. Das sieht jetzt so gar nicht so spektakulär auf den ersten Blick aus. Man sieht jetzt hier vorne im Vordergrund, die Felsen sind recht dunkel, und klar, die Berge sind dunkel, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen dunkel bleiben, und im Hintergrund ist der Himmel so ein bisschen, ja, milchig. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass da Wüstensand in der Luft war. Aber wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten gehe und jetzt nur mit der Fotos-App, dann kann man jetzt schon mal sehen, was man da alles so rausholen kann. Wenn ich jetzt mal hier in die Brillanz reingehe, ne, dann kann ich schon mal ein bisschen, ja, Brillanz lassen wir erstmal. Die Glanzlichter kann man erstmal runterziehen, so mal ganz maximal, um das mal einfach so ein bisschen zu verdeutlichen, was da drin ist. Und dann die Schatten, um die Felsen hier vorne ein bisschen rauszuarbeiten, die Schatten mal ein bisschen hochziehen, und da seht ihr, was da auf einmal so zur Ansicht kommt. Ne? Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber das sieht jetzt schon natürlich direkt ein bisschen anders aus. Ich kann dann auch die White Balance, also der Weißabgleich, den kann ich also von, wie ich den will, von oben nach unten verschieben. Das ist bei einem JPEG-Foto nicht mehr möglich. Und hier kann man natürlich jetzt schon mal so eine richtige, wie es dann auch war, so eine orangene Stimmung erzeugen. Dann vielleicht noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen die Sättigung hoch, so ein kleines bisschen. Das macht dann hier diesen Golden Hour Look.
Und was haben wir da sonst noch? Bisschen Kontrast können wir reinbringen in die Felsen. So, dann wird es auch noch mal wieder ein bisschen dunkler. Und was haben wir sonst noch hier? Ganz schnell on the go. Was haben wir? Also den Farbton, den wollten wir ja nicht verändern. Schärfe, immer ein bisschen, kleines bisschen schärfer rein. Bei Smartphone-Fotos würde ich aber nicht so viel davon nehmen, weil da eh immer schon viel drin ist. Dann kann man noch ein bisschen Störungen reduzieren machen. Natürlich dadurch, dass wir das alles so hochgezogen haben, dass es nicht so grisselig wird. Noch eine schöne Vignette drauf zaubern. Wobei das hier, glaube ich, gar nicht so viel brauchen wir da gar nicht, weil da, wenn es die Sonne sonst so ein bisschen, dann machen wir einfach, das lassen wir einfach so. Das gefällt mir eigentlich so schon ganz gut. So, wenn man jetzt da drauf tippt. Vorher, nachher, vorher, nachher, vorher, nachher. Und da seht ihr, wie gut das geht. Ne? Also machen wir einfach mal auf. Und dann haben wir das Teil als Foto entwickelt. Ne? Ganz so schnell geht das mit der Fotos-App. Ne? So, dann gehen wir mal in ein Bildbearbeitungsprogramm auf dem iPad, was ich liebe. Das ist Pixelmator Photo. Dann öffnen wir das mal. Und dann haben wir mal hier so eine RAW-Datei zum Beispiel. Das ist dann ein bisschen umfangreicher, das Programm. Ne? Da habe ich aber dann noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, kann man verlinken über Pixelmator Foto. Hier kann ich jetzt zum Beispiel dann die Einstellung machen. Jetzt kann ich zuschneiden, wenn ich das möchte. Ich mache einfach mal ganz schnell einen Edit on the go und habe dann hier auch eine ganze Menge riesige Bearbeitungssachen und habe auch natürlich hier unten schon so ein paar Presets drin. Die möchte ich aber eigentlich gar nicht benutzen, sondern ich gehe jetzt einfach mal in die Lichter rein, ziehe die ein bisschen runter. So, die Schatten, kleines, na, die Schatten können wir fast so lassen. Und dann seht ihr im Hintergrund, dass da schon wieder dann auch noch was, ja, wieder was zu Gesicht kommt. Ein bisschen Kontrast hochziehen. So, kleines bisschen Kontrast hochziehen und dann gehen wir mal weiter. Vielleicht, ja, mal gucken, was machen wir mit dem Weißabgleich. Könnte man vielleicht ein bisschen winterliche Temperatur reinbringen, so ein bisschen, ja, blau. Und da haben wir auch schon fast alles am Start, was wir brauchen. Ich habe zum Beispiel hier auch Kurven, die ich benutzen kann. Ne? Wenn ich jetzt hier so eine kleine S-Kurve reinbaue, ne, sieht das auch ganz cool aus. Und wenn ich jetzt hier drauf tippe, vorher, nachher, ne, seht ihr, jetzt kann man natürlich geschmacklich sagen, mir ist das Weiße fast lieber wie das Blaue. Da habt ihr vielleicht sogar ein bisschen, habt ihr sogar ein bisschen recht. Deshalb tue ich ein bisschen die Weißbalance wieder runterschieben. So ungefähr, ja, das ist dann schon besser. Na, gucken wir noch mal. Ja, so in der Richtung. Ja, ist okay. Und vielleicht noch eine Vignette dazu. So, Vignette. Die ist zu groß. Die machen wir nur 5% oder sowas, um dann so ein bisschen in den Weg reinzuführen. Und fertig wäre das. Und jetzt kann ich hier natürlich speziell jetzt das Foto ändern. Mache ich aber jetzt nicht. Ich habe das jetzt nur mal als Beispiel gemacht, weil ich habe es eigentlich ja schon entwickelt. Und wenn wir mal hier auf meine Fotos-App gehen und hier in den Bereich Winter, wo sind wir hier, dann ist das Foto auch hier irgendwo am Start. So, zack, nee, so. Das war eine Weihnachtszeit. So, da wäre dann das fertig entwickelte Foto. Und das sieht doch schon ganz geil aus. Das habe ich noch ein bisschen beschnitten und na, das ist ein iPhone-Foto. Ja, das auf dem iPad gibt es natürlich auch noch andere Apps. Ich habe da auch Affinity-Foto, ne, Affinity-Foto oder auch selbst mit Snapseed kann man diese, ja, Apple RAW-Dateien bearbeiten. Aber wir gehen jetzt noch mal ganz kurz auf den, gehen wir noch mal auf den Mac. Fotos-App drin. Da möchte ich euch ganz kurz zeigen, bei der Fotos-App auf dem Mac habt ihr im Grunde genommen genau dieselben Möglichkeiten zu bearbeiten wie auf dem iPhone. Ich kann da mal einfach irgendwas rausziehen. Sagen wir mal hier vielleicht das hier. Das Bild oben im Golfclub ist auch ein RAW, das sieht man oben rechts. Und wenn ich dann auf Bearbeiten gehe, kann ich mal den bisschen zuschneiden. Bleiben wir im Original. Gehen wir vielleicht ein bisschen näher ran. Nehmen ein bisschen mehr, ja, das, den Baum da nicht weg. So, dann machen wir es ein bisschen gerade.
So, da kann man sich schön an dem Fahnenstock da orientieren. Dann können wir auf Anpassen gehen und dann habe ich rechts meine ganz normalen Werkzeuge. Das ist jetzt mal ein Video für sich, die Fotos-App zu erklären. Ich kann dann halt auch einfach hier die Lichter runterziehen, ne? Die Schatten ein bisschen anheben, ein bisschen Kontrast nehmen, whatever, was auch immer da man will, ne? Die Belichtung vielleicht ein bisschen runter. Im Grunde genommen habt ihr dieselben Möglichkeiten wie bei, ne? Eine Vignette nach außen, nach innen und so weiter und so fort. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht sehen. Da gehen wir einfach mal raus, dann gehen wir mal auf Fertig oder beziehungsweise zurück zum Original, machen Fotos zu und ich wollte euch ja zeigen, dass ihr auch die Möglichkeit habt, Bilder zu bearbeiten mit einem externen Programm. Und das kann ich jetzt erstmal über die Fotos-App auch machen, indem ich einfach Lumina öffne. Aber ich kann auch einfach jetzt mal hier so ein RAW-Bild hier einfach drauf gehen und exportiere das auf meinen Schreibtisch. Habe jetzt hier meine DNG-Datei und die kann ich jetzt mit Rechtsklick mit Lumina oder Affinity Photo öffnen. Ich mache das jetzt mit Lumina AI mal ganz kurz. Dauert es ein bisschen, da Lumina ist zwar besser geworden, aber natürlich nicht das schnellste. Und dann habe ich hier die ganz normale DNG-Datei und da seht ihr schon, der spezielle Unterschied zu der Fotos-App ist, dass hier wirklich nur die absolute nicht entwickelte DNG-Datei angezeigt wird. Deshalb sieht das auch so dunkel aus, denn in der Fotos-App wurde ja schon die ProRAW-Datei ein wenig ja, vorbearbeitet von der Intelligenz des Smartphones. Das ist aber kein Problem. Ich kann jetzt im Grunde genommen einfach hier auf Bearbeiten gehen. Ich mache jetzt auch keinen großen Schnitt oder sowas, sondern gehe einfach mal hier auf die Enhance-Funktion. Da kann ich ein bisschen hochziehen. Na, dann sieht man schon, da kommen ein paar Sachen raus. Dann den Himmel könnte ich ein bisschen verstärken, damit ich die Sonne mal sehe. Dann gehe ich in die Belichtung rein. Da ziehe ich erstmal die Lichter runter. Dann wird es erstmal wieder ein bisschen dunkler. Ja, aber machen wir es mal ganz extrem. Und die Schatten hoch, dann seht ihr schon, da kommen jetzt die Felsen raus. Ne? So, kann man natürlich auch nicht übertreiben. Wenn es jetzt voll rauszieht, dann wird es einfach ein bisschen zu grisselig, gibt es zu viel Farbrauschen. Ich würde mal sagen, machen wir es mal so in der Richtung. Und ich kann natürlich hier schon mal den Weißabgleich in eine Richtung ziehen, wie ich haben möchte. Ne? Das ist mir zu gelb. Ich lasse es mal in dem Bereich, da gehe ich lieber dann nachher mit einer anderen Geschichte dran. Einen Kontrast würde ich ganz gerne noch ein bisschen reinkriegen, so ein bisschen intelligenten Kontrast, 20%. So, dann kommt ein bisschen Struktur raus. Sieht ganz okay aus. Und dann habe ich doch schon ein ganz gutes Vorher, Nachher. Oder mal hier oben Vorher, Vorher, Nachher. Vorher, nachher. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, die Bildbearbeitung. Ist jetzt mal als Beispiel genannt, kriegt man doch richtig gute Sachen raus. Und ja, das soll es auch hier für den Mac gewesen sein. Ihr habt da natürlich alle Möglichkeiten, auch diese Datei mit Affinity-Foto zu bearbeiten und, und. Ja, dann sehen wir uns dann nochmal vor der Kamera wieder. So, jetzt gibt es noch mal so ein bisschen, ja, ein paar Fotos, die in den letzten 3 Monaten entstanden sind, die alle mit dem iPhone 12 Pro Max gemacht worden sind und mit Apple Pro RAW und mit verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen, sei es die Fotos-App oder sei es Lumina AI oder Affinity Photo oder Pixelmator auf dem iPad bearbeitet worden sind. Genießt die, sagen wir mal, 1 Minute Fotos und dann hören wir uns zur Abmoderation wieder.
So, ja, das war doch ziemlich interessant, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr konntet mal so einen kleinen Einblick gewinnen, wie das auf dem iPhone funktioniert, auf dem iPad bearbeitet werden kann, auf dem Mac bearbeitet werden kann. Es ist halt so, wenn ihr wirklich, ihr müsst, also ich habe zum Beispiel die Funktion ja nie komplett eingeschaltet. Ich fotografiere in Apple Pro Raw, weil die Dateien einfach zu groß sind. Nur Fotos, wo ich mir dann im Vorhinein schon weiß, die möchte ich noch mal extra bearbeiten, da möchte ich noch mal was rausholen. Sonst für On The Go oder auch hier für Instagram oder einfach mal für die Stories von Instagram, da reichen mir dann auch mal die normalen JPEGs. Es ist natürlich immer noch ein größerer Spaß, mit hier so einer Fuji X-T4 zu fotografieren. Aber ich nutze das iPhone sehr oft für an Locations, wo ich die große Kamera erstmal nicht hingeschleppt habe. So Location Scouting zu machen, mir schon ein paar Alben anzulegen mit Perspektiven, die ich dann vielleicht auch später mit der großen Kamera mal abfotografieren möchte. Und mittlerweile muss man ganz ehrlich sagen, was aus dem Apple Pro RAW Dingern da rauskommt, ist schon enorm. Und wundert sich der ein oder andere, wenn ich ein Foto poste, ist das mit welcher Kamera ist das gemacht? Dann schreibe ich iPhone dabei. Ja, dann, das kann ja nicht sein. Ja, doch, das ist so. Das ist die Zukunft. Es wird nie die großen Kameras ganz ablösen, da bin ich mir ganz sicher. Aber es wird immer, immer besser werden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, das war hoffentlich nicht, ich gehe mal davon aus, dass es nicht zu technisch war. Ich bin auch nicht so in die Tiefe reingegangen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich blende jetzt am Ende wieder noch ein paar schöne Fotos ein und habe natürlich zwischendurch auch immer ein bisschen B-Roll, ein paar Fotos eingeblendet, wie die bearbeitet werden. Und ich sage euch dann für heute Tschüss. Und dieses Video kommt vor meinem 10 Tage, 10 Fotos, 10 YouTuber Video. Deswegen kann ich noch mal ein bisschen Werbung machen für die Challenge, wo 10 YouTuber von Michael Ziggern aufgerufen worden sind, sozusagen jeden Tag ein Video zu machen. Also 10 Tage lang gibt es jeden Tag ein Video. Schaut mal am Sonntag bei mir vorbei, da kommt dann mein Beitrag. Und am Ende gibt es noch einen großen Livestream, wo alle 10 YouTuber dann zusammen beim Rico Best und Dennis Wilks sind. Und guckt doch mal auf die anderen Kanäle. Und wie gesagt, Apfelwelt hatte ich verlinkt, ein sehr guter Kanal. Wenn ihr über Apple informiert sein wollt, ist das so fast einer der besten, würde ich sagen. Und wie gesagt, geht raus, holt euer Smartphone mit, macht Fotos und postet die auf Instagram und folgt mir auf Instagram. Dann würde ich sagen, für heute war's das. Macht's gut, haut rein und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao.